Bla. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get Off the Keyboard und das hier ist ein weiteres Warcraft 3 Replay. Hell yeah! Und zwar sind wir hier wieder mal auf einer Map, die ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt oder die ihr vielleicht auch schon kennt aus den Zeiten von Warcraft 3. Sind nämlich auf Turtle Rock. Wir spielen Storm gegen den Ork Focus. Also dasselbe Matchup, was wir auch vorher schon hatten. Diesmal nur auf einer etwas anderen Map. Turtle Rock ist genauso wie Twisted Meadows, so wie das letzte Replay, eine Vierspieler-Map, die man als 1 gegen 1 spielen kann. Und zwar die Startposition, die erste ist hier, die zweite ist hier bei diesem roten Punkt, die dritte ist hier und die vierte ist hier. Lustig wird das Ganze, wenn ja, Mensch gegen Mensch spielt und früher konnte man hier spawnen bei manchen Positionen, also direkt nebeneinander. Bei manchen Maps oder ist jetzt wieder entfernt, je nachdem, auf welcher Turnierversion man ist. Aber das gab immer die lustigsten Matchup überhaupt. Und wir sehen hier auf jeden Fall Human, der sich hier bereits damit beschäftigt, sich einzubauen. Was das heißt, ist, der Gegner wird hier nicht irgendwie reinkommen. Es gibt nur einen einzigen Eingang und den macht er sich jetzt hier mit ja, seinen Arbeitern hier klein, beziehungsweise den eröffnet er sich. Ansonsten kommen hier nur kleine Einheiten durch, wie die Arbeiter oder wie Soldaten. Große, massive Einheiten werden da Probleme haben, durchzukommen. Weshalb es ja, eigentlich angenommen wurde, dass so am besten ist zu spielen. Das hat sich einfach so erübrigt. Wir sehen hier bereits den Arc-Mage und wie ich schon beim letzten Video gesagt habe, falls ich irgendwas verpasse, tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Aber es gibt hier leider keine ja, Replay-Anzeige, es gibt hier keinen Button, wo man sieht, was wo gebaut wird, wer was wo baut. Deswegen müssen wir einfach mal damit auskommen, dass der Ork einen Blade Master baut und die ersten Grunts. Das heißt also nicht so wie im letzten Game, dass wir hier Fast hier haben und sofort den Fast Tech auf Tier 2. Nein, hier kommt der Voodoo Launch. Das heißt, der Blader wird sich hier drauf gefasst machen, möglichst viel Schaden zu machen. Während wir hier bereits den Human haben mit dem Arc-Mage, mit den Milizen, die werden wahrscheinlich diesen Spot creepen. Danach vielleicht zu diesem laufen, je nachdem, ob sie wissen, dass der Blader hier irgendwo unterwegs ist. Blade Master hat natürlich gesehen, okay, gut, da ist nichts, weil ja, der Spot wurde noch nicht angefangen. Läuft jetzt hier mit dem Arbeiter weiter, vielleicht ist der Gegner hier, aber vielleicht kann man den auch hier erwischen, wo sich hier zumindest zuerst einmal seine Boots oder beziehungsweise erstmal den Urgamaki töten, dann sich Boots holen oder irgendein anderes Item und dann möchte er auf die Jagd gehen zum Arc-Mage. Und der Arc-Mage ist hier fleißig unterwegs, möchte natürlich creepen, was er nur kann, möchte möglichst schnell Level 2 werden, damit er seine Aura bekommt, damit er mehr Mana-Regeneration hat. Denn sonst ist es immer ein bisschen schlecht. Blader hier unterwegs hat sich hier ein Talisman der Vitalität besorgt von dem Ogre, der hier gekillt wurde. Schön ist deswegen, dass man den Spot hier creept, bekommt man so einen schönen Ward. Dieser Ward, der droppt von dem großen Ogre. Das ist dieser nette Geselle hier, fass mal. Hier, der Ogre-Magie, der droppt ein Ward und dieser Ward gibt einem Vision in einem bestimmten Bereich. Sehr, sehr gut, sehr, sehr effektiv, falls man sehen möchte, wo der Gegner ist, falls der irgendwo irgendwas machen möchte. Wir sehen vom Human bereits den Tier 2 Tech angefangen und der Blader läuft hier rum, hat natürlich Talisman der Vitalität vertickt, um hier möglichst viele Heals sich zu holen, um da dem Arc-Mage hinterher zu rennen. Könnte vielleicht den Foodman hier rausschlachten. Vielleicht aber auch nicht, möchte sich jetzt hier ein bisschen natürlich mit den Einheiten beschäftigen, möchte durch den Arc-Mage von hier vertreiben, damit nur er alleine jetzt die Möglichkeit hat, sich hier irgendwas zu kaufen oder auch nicht. Stresst hier zumindest weiter rum mit seinen Runs, hat auf jeden Fall im Arc-Mage gut Schaden gehauen. War auf jeden Fall ganz interessant und hat sich jetzt die Boots auf Speed geholt. Möchte hier natürlich möglichst schnell den Ogre-Magier hier creepen, damit er auf jeden Fall den Ward hat. Zieht man hier so ein bisschen raus, damit er einfach mehr Vision hat. Sie sehen hier, hier ist der Ward gedroppt, da ist er jetzt. Während der Human sich hier mit einem etwas kleineren Creep-Spot begnügen muss. Währenddessen hier auch bei der Tech zu Tier 2 in vollem Gange auf der Hälfte ungefähr der Human ein Stück hinterher, also nicht wirklich gut. Normalerweise möchte man das Human möglichst schnell Tier 2 werden, damit man die Sorceress hat, damit man den Blader slowen kann. Weil, naja, sonst ist er wie Chuck Norris auf Crack. Das heißt, er tötet alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber hier sieht man das Geile, wie schön er hier blockt mit dem Arbeiter, damit er nicht an den Typ rankommt. Das nenne ich hervorragenden Skill. Das war wirklich extrem gut. Wir sehen hier der Blader mit zwei Boots unterwegs. Das ist nicht wirklich praktisch. Boots decken leider nicht. Ist auch immer. Aber ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen zu im Balance. Wird sich jetzt wahrscheinlich hier ein
kleinen Spot gönnen und dann die Boots entweder für den nächsten Helden gönnen, der jetzt gleich wahrscheinlich in wenigen Sekunden rauskommt, wenn die Hochburg durch ist, oder er wird sie verticken, was natürlich auch immer wieder möglich ist. Arkmitsch hat gesehen, okay gut, der große Orgamagi ist hier nicht da, das heißt, der Ward müsste irgendwo platziert sein, das heißt, der Blader wird wissen, wo ich bin. Das ist nicht gut, das heißt, ich muss da möglichst weg, kann aber hier immerhin noch diesen Creepspot hier erledigen. Und natürlich wieder mal das Dust, weil er halt weiß, dass der Blader wahrscheinlich wissen könnte, wo er ist. Das ist so immer dieses Mind-Gaming, dass man so denkt, so, ich weiß, was du weißt, was ich denke, was du denkst, was ich weiß, was du denkst, was ich denke. Das war so voll der kranke Scheiß, so Inception ist dagegen ein Witz oder ein Kinderbuch. Warcraft 3, das war der richtige Shit. Und jetzt geht's hier los, der Archmage, das heißt der Human, holt sich hier sein Second Hue an der Neutral Tavern, das heißt der Beastmaster ist jetzt sofort am Start, weil der Tier 2. Ich gerade erst abgeschlossen wurde. Wir sehen sofort zwei Arcane Sanctum und jetzt kann er versuchen ein bisschen Stress zu machen. Der Wort in der Mitte sollte er vielleicht denyen und da hat er nochmal die Experience bekommen, der Blader. Also nicht sehr gut, wenn der Blader gefeedet ist. Jetzt allerdings die Zeit natürlich für den Human, um hier anzugreifen, die Burrows klein zu tappen, denn das ist die Zeit, wo der Ork jetzt am empfindlichsten ist. Seine Tier 2 Einheiten sind noch nicht da, das Beastery und das Geisterhaus für Spirit Walker. Und der Blader hat auch noch nicht allzu viel. Man hat gerade seinen Second Hero, während der Ork den noch nicht hat. Das heißt, jetzt kann man möglichst viel Schaden machen. Deswegen nimmt man auch sofort den Beastmaster mit seinen Summons, mit seinen Schweinchen, denn die machen sehr guten Damage. Piercing-Schaden ist immer wieder gut. Water Elemental sollte die Nightmare. Wird es aber nicht. Blademaster kurz vor Level 3. Und das ist das Level, wo er anfängt, richtig böse Pimp-Slaps zu gehen. Also ein so ein Schlag mit dem Hackebeil, das kommt bestimmt nicht gut an. Und ein weiterer Footy fällt. Blader hier kurz vor Level 3. Wie gesagt, Level 3, Level, das, naja, da möchte man nicht gegen spielen, aber für auf jeden Fall sehr viel Schaden gemacht vom Human. Der Ork hat hier mehrere Boros verloren, also Beastry verloren, hat sein Geisthaus verloren, muss alles neu aufbauen, also hervorragend gemacht an dieser Stelle. Und der Human kann sich ja auf jeden Fall weiter eindecken, seine Walker, also seine Summons, mehr oder weniger seine Caster sind es ja, die Sorgs und die Priests können jetzt angelaufen kommen, vielleicht auch später Spirit Breaker, Spellbreaker. Meine persönliche Lieblingseinheit aus dem gesamten Warcraft 3 Universum, der die Wife vom Kusen von allen. Eine Stadt wird belagert. Wer es vielleicht nicht weiß, der Spirit Breaker konnte immer feindliche Zauber oder Zauber, die der Feind hatte, entweder auf ihn zurückschleudern, falls es negative Zauber waren, oder verbündete Zauber, also sozusagen positive Zauber vom Gegner auf einen selbst drüber schicken. Und das war einfach nur geil, vor allem gegen Ork, denn der Ork hat mit seinem Spirit Walker einen Spirit Link. Was das ist eine Verbindung, die dann alle Einheiten haben und ist schwer zu erklären, falls man das nie gespielt hat oder keinen Plan hat. Im Endeffekt wird dann der Schaden von allen Einheiten, die unter diesem Spirit Link stehen, untereinander aufgeteilt. Also angenommen, man hat 5 Einheiten und eine Einheit nimmt vom Blade Master halt ultimativ viel Schaden, dann bekommt sie nicht ultimativ viel Schaden, sondern dieser ultimative viele Schaden wird dann durch 5 geteilt, sodass man dann nur noch ultimativ Fünftel hat. Gott, ich bin ein Nerd. Und das kann man dann halt, wie gesagt, klauen, falls man Human ist, und kann das Ganze dann so machen, dass der Ork diesen Vorteil nicht mehr hat, sondern der Human diesen Vorteil auf einmal bekommt. Und so kann man auf jeden Fall verhindern, dass der Blader, also dieser Chuck Norris auf Crack, einen den Archmage wegschnetzelt, was er hier halt macht. Und dann mit Slow funktioniert das Ganze ganz gut. Natürlich müssen dafür erstmal Spirit Walker da sein, aber wir sehen schon mal Shadow Shaman, der gerade erst am Start ist. Noch gar keine Experience, also noch jungfräulich, wie er so rauskommt aus dem Altar. Möchte hier natürlich den Blader unterstützen, aber der Blader alleine kann auch nicht alles machen. Auch wenn es, wie gesagt, Chuck Norris ist, so, naja, er kann trotzdem nicht die gesamte Armee des Menschen besiegen. Auf jeden Fall, jetzt werden hier auch Ivory Tower mitgenommen, ein Invoport, ein Potion of Invulnerability. Das heißt, er kann jetzt kurz unverwundbar werden für 7 Sekunden. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, man kann hier gemütlich seine Expansion sichern, ohne dass der Blader einfach ankommt und BAM! Some Feral Crit Videos hier macht. Schön, hier auch wieder das benutzt. Also das ist natürlich die Möglichkeit, um den Blader komplett unschädlich zu machen. Das heißt, jetzt kann er gar nichts mehr tun. Das haben viele Anfänger im Spiel nie realisiert, dass der Blader eigentlich doch gar nicht so imbar ist. Schön wäre es jetzt natürlich, wenn der Blader die Schildkröte bekommen würde, dass jetzt das, wofür der Ork hier ist, einfach nur möglichst viel Schaden zu machen. Aber im Endeffekt hat es der Human bekommen. Und welches Item ist gedroppt? Der große Infopod. Das ist krass. Kann man für 15 Sekunden unverwundbar sein. Und geil ist auch, er hat das Upgrade sich für die Tower geholt. Das heißt, was er hier expandiert, wird er an den Towern sehen, wo unsichtbare Einheiten sind. Das heißt, die Tower können endlich mal den Blader aufdecken. Sehr gut. Währenddessen kann natürlich der Shadow Shaman selbst ein bisschen rumcreepen, ist natürlich wichtig. Der hat einen Hex, das heißt, er kann
ja, sämtliche Einheiten, auch Helden und alles, zu so kleinen Schweinchen machen für kurze Zeit. Dadurch können sie nichts mehr tun, außer halt für ein Schweinchen halt nur mal so leben, gegen zu laufen, zurück, kurz zu grunzen. Aber das machen Orks auch so schon. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool, falls man das dann macht. Der zweite Spell ist natürlich die Healing Wave, also sehr gut, damit der Ork auch mal was hat, womit er sich heilen kann. Nicht nur die Healing Cells, die ja verdammt nochmal aufs Geld gehen. Und schön ist auch, dass die Boots auf Kaltalas plus 6 gedroppt sind. Das heißt, der Blader wird jetzt noch ein bisschen stärker. Jugend versucht hier natürlich, diesen Creepspot sich zu sichern. Und die ganzen Caster sind jetzt in einer sehr, sehr schweren Position, denn die müssen natürlich gegen die ganzen Raider und gegen die ganzen Grunts machen, wenn die giganten Lederschildkröte natürlich Chaos Schaden rausplatzt. Aber ein Raider geht ja schon mal down, der Human jetzt ein bisschen auf den Rückzug mit der Scroll aufs Spiel. Kann man hier versuchen, den Beastmaster anzugehen? Ich frage mich auch, wieso der beide Pots hat. Vielleicht nicht allzu effektiv. Sollte vielleicht mal einen zünden, bevor er vielleicht noch einen Crit bekommt. Zünd in den Infopot! Now! Na, okay, gut. Macht er nicht. Wieso auch? Kann auch so entkommen. Ist jetzt natürlich hier bei den Towern und kann hier sich Sicherheit sorgen oder Sicherheit besorgen. Kann hier versuchen, in Sicherheit zu gehen. Tower macht natürlich gut Schaden. Schön am Arcane Tower ist, er verbrennt feindliches Mana. Also hat einen eingebauten Mana-Burn. Falls er also Helden anschießt, vor allem so ein Shadow Sham oder so ein Blader, die nochmal auf Mana angewiesen sind, sieht zappen Boost aus für die. Und dieser Creepspot wird hier erledigt. Schön auch, dass hier der große Healing Pot gefallen ist für den Shadow Sham. Natürlich sehr gut, denn er ist empfindlich. Hat nur 600 HP, also so eine Heilung wäre schon mal ganz palle. Während der Jugend jetzt hier unterwegs ist, wie gesagt, endlich auch mal mit den ersten Spellbreakern, dann kommt der zweite hier raus. Wie gesagt, meine absolute Lieblingseinheit aus dem gesamten Walk of the Universum. Und das Schöne ist jetzt an dieser Map Turtle Rock, dass man sich aufteilt und jeder, der versucht, über die Map zu wandern, wie gesagt, der kann halt wie vom Ork hier überrascht werden und dann sieht es nicht mal allzu gut aus. Der Ork weiß jetzt allerdings, okay, der ist ein Expansion, den ich nicht töten kann, also muss ich selbst entweder extrem viel Schaden machen, was er halt hier versucht, oder selbst expandieren, was er ebenfalls versucht, nämlich hier unten. Sollte natürlich überlegen, inwiefern er Schaden machen kann. Hat natürlich sehr gute Helden, also definitiv bessere Helden, als gerade der Human sie hat. Aber Human hat gerade den ja, Unit-Vorteil, weil seine Unit-Composition einfach die Unit-Composition des Gegners komplett weghaut. Die Spirit Walker sind mehr oder weniger nutzlos und eigentlich wird alles down gehen, relativ schnell. Deswegen hier auch Rolle der Heilung für den Ork, damit er einfach möglichst schnell im Kampf bleiben kann oder möglichst lange im Kampf bleiben kann. Deswegen muss er sich jetzt überlegen, wie er versucht, an einen Vorteil zu kommen. Das geht natürlich über Items, es geht, indem er seinen Heldenvorteil weiterhin ausbaut und probiert hier natürlich weiterhin zu creepen. Tut mir leid, falls ihr das gerade gehört habt, das war ein wichtiger Anruf, den ich leider nehmen musste. Egal, wir schauen uns weiter einfach mal an, was passiert. Nächstes Mal werde ich mein Handy ausmachen, ganz ehrlich. Ja, der Ork muss sich jetzt, wie gesagt, entscheiden, was er machen soll. Schön natürlich, dass er einen großen Infoput bekommen hat. Das ist ganz wichtig, vor allem auf dem Blader. Damit kann er unbegrenzten Schaden raushauen. Unlimited Power! Oh, Tomb of Experience. Das war wichtig für den Beastmaster, denn diese zwei Creepspots hier, dieser rote und dieser rote, geben einem verdammt krasse Items. Und wer die bekommt, der kann auf jeden Fall übelst abgehen. Wir sehen, der Blader wollte hier schauen, was geht, ob er hier irgendwas mitnehmen kann. Aber er könnte vielleicht einzelne Creeps killen. Sehr gut. Nice, bekommt er beide. Das war sehr wichtig. Aber auf jeden Fall, der Beastmaster. Ja, okay, gut. Die Kapuze der Geschicklichkeit war jetzt vielleicht nicht allzu gut. Gibt Intelligenz über Wirklichkeit. Der bürchte eher Stärke. Ist nicht das beste Item, das hier droppen kann für den Human, aber naja, ist auf jeden Fall ganz okay. Wie gesagt, wer hier diese roten Spots nimmt, der hat auf jeden Fall einen Vorteil. Und diesen Vorteil wollte sich eigentlich sehr, sehr gerne der Ork sichern. Wieso er hier ein paar Zauberinnen opfert, weiß keine Sau. Die werden hier rausgefokust relativ schnell. Vielleicht haben die nicht das gemacht, was der Human gesagt hat. Wollten nicht staubsaugen, wollten kein Sandwich machen. Also sind aus der Küche rausgegangen, was immer ganz gefährlich ist für Frauen. Und das war's. An dieser Stelle hat sich auch die letzte Zuschauerin verabschiedet, aber egal. Hey, wir sehen hier auf jeden Fall richtig geilen Kampf. Wir sehen hier überall Spirit Link, der hier gecastet wurde. Slow, die Kriegstommeln von der Kodo Beast, alles mögliche. Aber wie wir hier bereits gesehen haben, Spirit Breaker kann hier sämtliche Spirit Links, das ist nämlich das hier, klauen. Einzelne sind hier noch auf dem Spirit Walker da. Jetzt auch immer wieder auf dem Raider neu drauf gecastet. Immer wieder die Healing Waves hier. Und der der Blader kann einfach Schaden machen, wie er will, aber die Armee des Humes ist einfach viel zu stark, dadurch, dass er halt alles klaut und die Militia mitnimmt noch. Huh, das war ein schöner Kampf. Wer den so richtig gewonnen hat, kann man nicht genau sagen. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass der
Beastmaster sich bereits neue 3 Ivory Tower holt und diese Goldmine hier schon verdammt lange funktioniert hat. Und jetzt kommt das Sichtbarmachen von dem Human. Er kann das nämlich. Und das war's. Da hat sich das jetzt sichtbar gemacht, das heißt, er weiß jetzt, was abgeht. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn er muss jetzt natürlich dahin, er muss versuchen, möglichst schnell diese Base zu kicken. Das wäre extrem wichtig, das wäre essentiell. Mal schauen, ob er das hinkriegt oder nicht. Weiß jetzt, okay, gut, ich muss diese Expansion kicken, sonst ist der Ork genauso weit wie ich. Und er hat schon mal den Heldenvorteil, das heißt, der Ork hat den Heldenvorteil von den Human, aber der Human hat den Einheitenvorteil und den kann er nur behalten, wenn die Expansion kickt. Sonst kann der Ork einfach genauso viele Einheiten bauen. Und das wäre natürlich nicht im Sinne des Machers. Jetzt hier allerdings der nächste Kampf, Water Metal wird ja fleißig gecastet, Akmen steht zu weit vorne für meinen Geschmack, aber hey, ich werde bestimmt nicht sagen, dass hier einer der besten Jugendspieler der gesamten Welt Scheiße baut. Und der Blader wird jetzt hier angegangen, hat natürlich noch seinen großen Info-Port, sollte vielleicht zünden, das geht er down. Nein, die Healing Wave kommt natürlich noch rechtzeitig ans Call-Ups wieder, um sich vernünftig zu positionieren. Gut ist er noch am Start, hat noch nichts geschluckt. Sollte vielleicht mal irgendwas futtern, sonst, naja, nicht allzu gut. Sehr schön, hat ein Wortlamente gefressen. Vielleicht nicht allzu gut für die Jugendarmee, also nicht allzu schädlich für die Jugendarmee, aber immerhin gut für die Kolo-Beast, weil die Wortlamente doch übelst Schaden machen. Wäre aber vielleicht besser gewesen, irgendeine andere Einheit hier zu klauen, weil sie dann für immer weg ist. Beziehungsweise ist die Kolo die Einheit dann verdaut. Wenn die Kolo allerdings stirbt, bevor sie das Ding verteilt, dann kommt die Einheit wieder. Das heißt, also muss man definitiv aufpassen. Jetzt wird hier auch der Akmen ein bisschen angegangen. Der Beastmaster musste bei seinem großen Invoport zünden. Läuft jetzt hier ein bisschen durch die Gegend. Jetzt das Ganze abgewürgt. Und der Shadow Shaman hat sogar noch einen Mana-Port. Das heißt, er kann notfalls noch ein paar Healing Waves raushauen. Jetzt allerdings die Ivory Tower sind natürlich aufgebaut. Das heißt, der Jugend muss in diesen Kampf eingehen, damit die Tower möglichst lange da bleiben. Wir sehen hier, Mana wird hier verbrannt von dem Arcane Tower. Das heißt, der Blader kann notfalls nicht weglaufen. Bekommt hier alles mögliche ins Gesicht. Wird jetzt gleich höchstwahrscheinlich den Invoport zünden müssen. Oder geht einfach down. Wie nichts. Sollte es vielleicht jetzt machen, bevor er nicht down geht. Oh mein Gott, das wird hier ein absolut spannendes Rennen. Der Beastmaster hier natürlich auch am Start. Hat jetzt hier. Musste natürlich jetzt auch sein Healing-Pot zünden. Sollte vielleicht auch nochmal sein Invo-Pot zünden. Sonst sieht Zappenduster aus Invo-Pot. Notfalls noch gezündet. Heilige Mutter Gottes. Hier geht aber die Action auf jeden Fall auf allen Seiten hier großartig ab. Aber da wird er jetzt natürlich auch ohne Invo-Pot. Das heißt, sieht vielleicht nicht allzu gut aus für die Ork-Armee. Die Expansion hat hier gut gelitten. Wir sehen hier nur noch überall einzelne Leichen und Skelette, wie sie hier da hinten liegen und vegetieren vor sich her. Also, uah. Und der Arkmage hat sich jetzt das Book of Retraining geholt. Das heißt, es gibt ein Item in Warcraft 3, mit dem kann man all seine Spells, die man gelernt hat, vergessen und seine Punkte neu verlegen. Und der Arkmage hat als eine Option Water Elementals, das sind die netten Kollegen, die wir gerade die ganze Zeit gesehen haben. Und er hat als Option Blizzard zu machen. Es ist ein Zauberspruch, dass er stehen bleibt und es kommt so Eisscherben von oben und macht in einem gewissen AE-Bereich gut Schaden. Das Problem daran ist, falls man, ja, das macht, dann kann man sich nicht bewegen. Das heißt, man ist sehr, sehr anfällig für gegnerische Attacken. Der Blademaster kann einfach hinter einem auftauchen, dann bam, 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 tot. Und ja, das muss man natürlich verhindern. Auch kann man diesen Spell abbrechen als Ork, indem man einfach einen Snare drauf wirft von den Raidern. Was ich persönlich immer ein bisschen imbalanced fand, aber naja, der Ork hat sonst einfach schwächere Einheiten als der Human und hätte sonst keinerlei Möglichkeit, das abzubrechen. Also vielleicht auch ganz balanced so. Der Beastmaster wieder mit 3 Ivory Tower unterwegs, natürlich die Ivory Tower extrem effektiv. Er setzt immer wieder das man sonst werfen müsste, das Death Appearance, damit man den Blademaster natürlich sieht. Hier, wie gesagt, immer wieder die einzelnen Tower hier positioniert mit dieser Fähigkeit, uns bei einer zu entdecken. Und da sieht man den Blizzard wieder hier reinfetzt. Und noch nichts wird abgebrochen. Jetzt kommt es ins Snare, jetzt wird das Ding abgebrochen. Aber kann er vielleicht nochmal den Blizzard von oben regnen lassen? Jawohl, Tatsache, da geht übelst viel Schaden und erst jetzt wieder ins Snare geworfen. Das heißt, also der Ork gerade extrem am Verlieren, nimmt Schaden links, rechts und in der Mitte. Spellbreak natürlich, Magie unempfindlich, aber die Caster, die sollten vielleicht nicht unbedingt im Blizzard stehen bleiben. So ein Schneesturm ist für die nicht allzu pralle. Wir sehen hier der Human allerdings auch mit der Scroll of Healing am Start, sodass er notfalls auch noch sehr gut heilen könnte. Naja, Warcraft 3 ist nicht gerade gut programmiert, deswegen kam es hier auch ein bisschen zu Lags. Und jetzt weiter Blizzard, der hier reingeschmissen kommt und wieder ins Snare. Aber die Snares kommen immer erst nachdem 3-4 Wellen abgefangen worden. Und da kann der Arkmage gut Schaden machen, vor allem jetzt mit dem Invoport. Da kann er gut in die Caster reinschmettern, nimmt alles ziemlich viel Schaden. Der Arkmage ist allerdings an vorderster Front, sollte vielleicht langsam, ja, Tatsache, da kommt das Call of Healing, nachdem alles angeschlagen war.
Und, oh Gott, überall einfach nur alles mich am Kämpfen. Jetzt zählt jeder Mann, jedes Micro, jedes Lebewesen zählt hier auch nur irgendwie ansatzweise. Beastmaster hat auch schon alles gezündet, was da war. Und jetzt beginnt hier der wirkliche Kampf ohne Items, ohne irgendwas. Und der Ork zieht sich zurück. Mann, Mann, Mann. Ja, da hat selbst mein PC ein paar Mal gestottern müssen. Liegt wie gesagt daran, dass Walk of 3 nicht mehr allzu gut mit Windows 7 kompatibel ist. Aber naja. Puh, was ein geiles Game und was ein geiler Fight. Wer gerade im Vorteil ist, dass ich schwer sagen, allerdings der Ork müsste irgendwas machen. Also der Ork ist gerade in Zugzwang. Naja, er hat zwar krasse Helden, definitiv, Level 5, Level 5, das geht krass ab, aber die Armee des Humes ist einfach viel, viel besser. Vor allem der Blizzard haut übelst rein. Sobald der Beastmaster Level 5 ist, sobald der Archmage Level 5 ist, kann das gut Schaden machen. Sehr gut Schaden machen. Tja, ich werde hier von allen Seiten nur noch unterbrochen. Natürlich weiß der Ork, dass er in einer schlechteren Position ist, was Einheiten angeht. Deswegen kommt hier seine nächste Expansion. Und falls die durchkommt, sieht es schlecht für den Human aus. Deswegen muss der jetzt versuchen anzugreifen. Das ist natürlich nicht allzu gut. Aber mal schauen, was die hier machen können mit den ganzen Towern. Tower können natürlich, wie gesagt, unsichtbare Einheiten entdecken. Sehr wichtig, man kann sie durch upgraden, sie können Schaden tanken. Das ist ganz wichtig. Oh, der Blader geht gefährlich down. Das ist sehr, sehr gefährlich, aber... Oh Gott, der Beastmaster wird hier auch noch angegangen. Hat natürlich großen Infopot, würde in letzter Sekunde nochmal überreicht. Sehr, sehr wichtig. Oh, der Blizzard haut einfach so übelst rein. Der Archmage kann so viel Schaden hier rausbratzen, wie er normalerweise mit dem Water Element das nicht könnte. Und die Breaker sind halt so effektiv, weil sie da vorne stehen können. Und der Blizzard geht die normale Wehrlos vorbei. Die brauchen den nicht. Die einzigen, die es stört, ist der Beastmaster, der gerade extrem viel Schaden nimmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh Gott, das war nochmal ganz, ganz knapp. Aber die Kodo geht down, der Spellbreaker kommt raus. Und der Tower ist fertig geworden, immerhin etwas. Spiritwalker gehen auf allen Seiten down. Ah, das gewinnt der Junge, das gewinnt der Junge nochmal. Der kann das holen, definitiv. Beastmaster hier jetzt hier auch unterwegs, wird fleißig gedispelt, natürlich. Ork teleportiert sich jetzt mal weg, kann nichts anderes machen. Und die Expansion muss abgebrochen werden, höchstwahrscheinlich, falls die Humans sie scoutet. Und das scoutet und bewegt seine gesamte Armee hin, um sie natürlich zu kicken. Ganz wichtig, muss abgebrochen werden, ist gar keine Chance. Das war's. Das heißt, der Ork muss jetzt sich irgendwoher ein Wunder aus dem Ärmel schütteln. Er ist gerade in einer extrem schlechten Position. Ein Wunder wäre Blade Master Level 6. Das wäre definitiv ein Wunder. Aber dazu fehlt ihm noch ein XP. 200, und da kann sie leider nicht durch Creepen bekommen, denn ab Level 5 geht das nicht mehr. Und wenn diese Expansion hier fällt, dann sieht es nicht gut aus für den Ork. Muss natürlich überlegen, was er jetzt hier machen kann. Human baut sich hier, wenn das neue Expansion auf. Hey, wieso nicht? Und das könnte hier der finale Kampf werden. Der Archmage ist auch schon kurz vor Level 5, Beastmaster. Noch nicht allzu sehr, aber der Blizzard haut einfach übelst rein und da muss diese Expansion hier kicken. Er muss sie kicken. Und als die Einheiten fokussieren nur noch das Haupthaus und das war's. An der Stelle hat der Ork komplett verloren. GG, well played. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls euch gefallen hat, drückt doch bitte den Like-Button da unten in der Ecke. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.